Endlich, endlich haben wir alle Zwiebeln gefunden, Freunde. Hier zurück bei Pikmin 4, auch die der weißen Liederzwiebel. Dank dem Tagebuch von Captain Olimar und dieser verrückten Probe des Laubweißen. Wo wir alles geschafft haben. Und jetzt geht es aber darum, bevor wir uns eine letzten Mission der Hauptsache stellen, dass wir noch den Rest alles machen müssen. Das bedeutet, ihr müsst zuerst die anderen Gebiete abschließen. Das stimmt, das ist korrekt. Der blühende Park, ja, guck mal. Ein Ingame-Tag müsste ausreichen. Es sind, glaube ich, nur noch ein, maximal zwei Höhlen, wenn mich nicht täusche. Aber natürlich, wie bereits erwähnt, oder in der letzten Folge erwähnt, will ich ja jetzt, wo wir Zwiebel haben, auch die weißen und lila Pikmin ein bisschen aufstocken, wa? Das heißt, da ich genau weiß, wie lange diese ja, Mission in den Höhlen jetzt dauert, vielleicht ist sogar nur noch eine Höhle, mal gucken, will ich mich zuerst mal um die Vermehrung der Pikmin kümmern. Also vor allem der lila. Der weiße Pikmin, weil lila brauchen wir garantiert über 100 Stück, sonst haben wir ein Problem mit den ganz schweren Schätzen. Ich schätze, wir haben ein Problem mit den Schätzen. Okay. Schluss damit. Okay. Hier eine Höhle. Ach nee. Nur eine Höhle und zwei. Hä? Moment, da stimmt das nicht. Gestrandete zwei, wir finden da noch zwei gestrandete insgesamt. Und dann Dori fehlt uns noch. Warte mal. Zwei Schätze in der Overworld. Plus ein so ein und ein so eins. Okay, dann ist es ja eigentlich, sag ich jetzt mal, noch, wenn ich gerade, spannend, ja, in Anführungszeichen. Ich würde eher sagen, abwechslungsreich. Das auf alle Fälle. So. Nee, war gar nicht. Das wäre ja schön vermehrt, Freunde. So. Das weiß ich natürlich auch mit. So, wir gehen jetzt hier rüber, wa? Wir haben hier noch ein paar Gegner, aber waren es wirklich noch, nur Schmetterlinge, wa? Noch irgendwelche Gegner, die wir so mitnehmen können. Wir haben da einen übersehen, oder was? Ah, da. Die Lila Pikmin so. Jetzt wird schön gepflügt. Das ist schön, wenn man so viele Lila Pikmin hat, Freunde. Herrlich. Jetzt also noch hier. Nein. Hallo, ich wollte erstmal hier. Dankeschön. Gut, jetzt haben wir ein paar Pikmin schon mal dabei. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, wie es mit den Schätzen da so aussieht, ne? Fühlt sich ewig keinen her, wo wir das letzte Mal hier waren. Warte mal. Das ein bisschen schneller machen. So, hier war ja generell nichts mehr. Da haben wir auch die Ding gemacht. Die Höhle. Ich würde gerne mitnehmen. Mein Ausgraben mitnehmen kann auch Ochin. Sogar noch ein paar Gegner. Das kann einem schon ein bisschen leid tun, muss ich zugeben. So, der ist mal für die weißen Pikmin und für die giftigen. Wie gesagt, für die weißen bitte mal mitnehmen und das auch noch. So. Ja, Ochin, ich freue mich auch. Ist aber eigentlich die Frage, das Ding müsste irgendwie hier sein, ne? Ich sehe gar nichts. Okay, bringt mal zurück. Ochin, hast du was zum Ausbuddeln hier nochmal?
Nee. Hä? Ist da oben zum Ausbuddeln oder was? Moment, Moment, das haben wir gleich. Nein. Waren schon die Oceans Befehle? Da noch irgendwo. Ah, hier. Du. Da oben ist doch gar nichts. Komm, ist was. Ocean, geh doch mal bitte kurz zurück in die Basis, wo man noch ein paar gelbe Pikmin, damit ich die da hochschmeißen kann, weil sonst sehe ich da irgendwie schwarz. Durchs Wasser mit dem Frosch willst du das wirklich antun, Ocean. Oh, ja, sind wir ein paar Pikmin pflücken. So, ansonsten. Kriege auch nichts mehr zu tun. Hey. Da, hier und da liegen noch ein paar Monster rum, die ich natürlich auch mitnehmen kann. Gerne mitnehmen möchte natürlich auch. Das macht er fein. Feini, feini Ocean. So. Ich wollte da noch ein paar zurückschicken. Ja komm, mach's mal so. Nimm noch ein paar Gelb mit. Na komm. Also. Ocean, such. Ja, ich würde lieber, dass du suchst. Junge. Ja, das sehe ich schon, Ocean, aber ich sehe nicht. Nicht Mann, das. Da wo ich, nein, wollte gar nicht. Da oben soll ein Schatz sein, angeblich. Ah, okay, ist doch etwas verwudelt. Na, Gott sei Dank, ich dachte schon, es wäre komplett irre. Gut. Dann hätten wir das, dann, wenn ich da sowieso hin muss, warte mal, ich will eigentlich zuerst dann Duriduell machen, ne? Na komm. Du. Etwas gemütlicher, alles angehen. So. Also ein scheiß Schmetterling, die geben sowieso kaum was. Ja, ich kriege irgendwie auch nichts rein. Okay, gut. Das heißt, Oberfläche haben wir jetzt alle Items, endlich. Pff. 40, warte mal, schicke da wieder 10 zurück. Füll mal hier kurz auf. Und ja auch so. Voll ganz ehrlich gesagt, wenn das fast schon ein bisschen übertrieben mit dem weißen Pikmin. So. Also Freunde, auf zum Dandori-Duell. Weil, was muss, das muss, ne? Aber ganz ehrlich, nach dem letzten Dandori-Duell, also nach der Probe des Lauweißen, da will ich mich an nichts mehr erschrecken. Hä? Sag mal, Leute, was ist los mit euch?
Einer fehlt immer noch. Ja, natürlich hängt der dort rum. Weißt du was? Ocean ist eh hier. Dann schicke ich ihn da mal ganz kurz her. Oder soll man herkommen? Geh ich mal ohne Ocean die... Das Blicken bleibt natürlich schon bei mir. Ohne Ocean los. Wir machen die Probe des Laubweißes. Nee, nicht Probe des Laubweißes, was anderes. Sammle mal das Zeitlimit alle Schätze und Kreaturen. Okay. Ganz ehrlich, wie bereits erwähnt, nach der Probe des Laubweißes darf das ja wohl kein Problem mehr sein. Tanduri Level 3. Gut, ich hatte auch dort Tanduri Level 3 und hatte Probleme. Puh. Da gab es sogar ein Level, wo ich wirklich auf 0 Sekunden kam. Aber genau auf 0, das war so übel. So. Okay, ich muss erstmal runterlassen. Erstmal hier alles einsammeln. Ich glaube schon, ne? Kann man, glaube ich, jetzt hier mal leisten. Man darf nicht vergessen, wir haben hier Ocean dabei. Endlich mal. Und Ocean, wie wir wissen, ist sehr stark. Die nehmen mich in Déjà-vu, Freunde. Das Level kenne ich irgendwoher. Ich habe ein Déjà-vu. Du. So. Ocean, mitnehmen. Weiter Pikmin, los geht's. Eis Pikmin, los geht's. Okay, kurz abwarten. Nein. Ocean, bitte kurz warten, weil du musst alles, die ganze Pikmin mitnehmen. Langweilen? Ganz sicher nicht. Langeweile kennen die gar nicht. Ups. Falsch. Dann kurz rüber. Falsche Richtung. Du. Das sind Schalter zum Betätigen. Okay. Nehmen wir, dass jetzt wieder alles leer ist. Das muss ja so sein. Schalter betätigen kann ich ja auch mit Ocean. Achso, das ist nur dafür. Ja, schade. So, nochmal kurz gucken. Ding ist betätigt, alles klar. Ich brauche viele Pikmin dafür. Ist denn der Schatz abgetragen? Der ist abgetragen. Gut, dann könnt ihr mal hierher kommen. Ocean, Ausbuddel mitnehmen, da ist sowieso ein 100er, also kannst sowieso nur du das machen. So, die sammeln auf dem Rückweg ein, das sollte kein Problem darstellen. Ja, Ocean sollte ein bisschen langsamer drauf. Aber wer kann sie verübeln, wa? So.
So, Ochin, Dankeschön. Dann nur einen von euch, das ist ein bisschen doof. Aber egal. 50. Müssen noch ein paar dazukommen. Nein, nein, nein. Hä? Nix davon, Freunde. Nix davon. So. Wieder mitnehmen. Du. Soll uns doch niemals langweilen. Ich weiß, ich weiß. So. Hier eher ein bisschen schwierig. Dann machen wir es anders. Komm. Du hast bestanden. Da liegt da noch mehr drin. Mal gucken. Jo, haben wir alles. Oh, lila. So, du. Oh, Flüge natürlich. Du. Hier ist noch sehr viel dann hier drüben. Junge, Junge. Ja, mit ein bisschen mehr wäre sogar noch mehr drin gelegen. Also 300 schaffst du hier gerade locker. Wenn du ein bisschen besser aufgeteilt hätte, hätte es geklappt. Achso, ich muss ja noch einsammeln. Ups, ja, die ganzen Monster haben nicht eingesammelt, ich habe es nur besiegt, also ein Teil zumindest. Naja. Dann Dori gut. Jo. Dann tue ich immer gut. Naja. Außer so wie bei der Probe des Laubweißen. Dann ist dann tue ich gar nicht gut. Aber er hätte natürlich lila Pikmin zuerst geholt. Weil er die Papiertüte schnell einreißen können und wäre dann eher durchgekommen. Ich habe mir gerade die Pikmin, die reingeholt, aber okay. Gut, jetzt habe ich das Ding auch gemacht. 85% vom Gesamten jetzt hier. Gehen wir nochmal ganz kurz noch hier rüber, wa? Weil das Ding ist eh hier in der Nähe. Genau, perfekt. Ja, komm. Pikmin sind da drüben, die drei Stück. Super. Wir müssen es noch schaffen, Freunde.
Ja, ich weiß jetzt eh schon genau. Fehler, kann nicht gelesen werden. PNF 404. Jetzt kommt noch dieser Planet hier selbst. So. Viele Pikmin, zügige Gänge. Mhm, wir sind noch gestanden, nur 10 Schätze. Das müsste, glaube ich, relativ fix durch sein. Empfehlung. Okay, natürlich direkt mal. Tore mit Zahlen, ne, das ist auch nichts Neues. Okay, das war brutal. Das war jetzt aber holy moly. Also, vielleicht wäre die Abkürzung nicht schlecht, wa? Oh, komm. So, da müssen das eigentlich auch schon gewesen sein, wa? Kann ich eigentlich hier durchbrettern? Ich glaube nicht, wa? Oh, kaputt machen wir schon mal. Alter. Ja, komm, da doch, die können wir einsammeln. Dankeschön. Gut, Erinnerungsfragmente, ja, ein paar fehlen noch. Naja. Drei oder vier Ebenen. Ich meine, die sind natürlich jetzt sehr einfach gewesen, sehr kurz, aber da waren jetzt auch noch... Okay, vier sind's. Die ersten Level waren ja mehr oder weniger noch so. Bis auf das eine da mit dem Gespenst. Das Ding war auch elendig lang. Und das Gespenst, naja, wenn du es halt nicht kennst, oder zum ersten Mal und so, dann denkt man sich schon, okay, das ist krasses Vieh. Aber, naja, wenn du es halt nur einmal mit dem Lila Pikmin anschmeißt und so, oh, bin gestunt. Das Vieh natürlich easy peasy. Schön mitnehmen, dankeschön. Ich brauche hier Eis-Pikmin. Wozu denn das? Schön herkommen, keine Alleingänge hier. Natürlich fehlt noch ein, aber gut, er ist eh dort hinten. Dann sollte das ja kein Problem sein. So, das Ding noch holen. Ja, ist aber befürchtet. Das ist auch fies, dass er Pikmin runterschmeißen kann. So, hier ging es weiter. Sehr gut. Ein Ding fehlt uns ja noch, ne? Da hinten.
Da fehlt noch ein kleiner Schatz für uns. Du da, es fehlt noch ein kleiner Schatz für uns. So, du da, day. Ja, ich hoffe, es klappt so, dass ich das hier richtig interpretiere. Jo, danke schön. Okay. Da sind doch gar nicht alle voll geworden, aber egal. Gut, und sonst haben wir alles. Da hinten ist noch ein Pikmin, was uns leider flöten gegangen ist. Aber da kann ich auch nichts machen. Ich müsste trotzdem mitkommen eigentlich. Na? Ich meine, ich könnte nur versuchen, drüber zu springen, aber mache jetzt lieber nicht. Noch mehr Glycerium. Ich finde es schade, dass ich Glycerium nicht einfach in Rohmaterial umwandeln kann. Das wäre praktisch. So. Auch die Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, folgen dir, genau. Drei Schätzen, einen geretteten, auch das kriegen wir locker flockig hin. Von der Seite auch perfekt, sind wir bei 30 Minuten, weil wir noch ein bisschen Zeit vom Tag her. Dann dort noch ein bisschen für die Lila Pikmin noch investieren könnte. Wir werden sehen. So. Wir das einmal machen. Wir das noch machen. Da können wir noch ein paar mitnehmen. Da ist die Frage. Nee. Keine Chance. Okidoki. warte mal. Und noch ein paar gelbe, wa? Und noch keine Blüten tragen. Das geht natürlich nicht, ne? So. Tag auch! Schön mitnehmen, Freunde, schön mitnehmen. Kriege ich den so runter? Nee, eher schwierig. Oh. Jawohl. Achso. Bin alle voll. Da kann natürlich auch passieren. Lokomotive, was eben das darstellen soll. Nennen wir das auch. Das auch. Mhm. Das auch noch irgendwie hin. Perfekt. Die Basis da vorne. Also hätten wir das auch schon. Huch. Okay. Irgendwas, was gar nichts macht. Auch nicht schlecht. Doch komplett. Ja, ja, das geht immer schnell. Können wir eigentlich die noch mitnehmen?
Ja. Aber ich vielleicht noch. Könnte sein, wa? Ah ja, da hatten wir schon. Dankeschön für diesen Ultra-Motivier-Spray. Du, du, du. Ich bin natürlich richtig motiviert, ne? Ist klar. Und Transform! Schon krass, ne? Wenn du so ganz schnell neue Pikmin machen kannst. So, wir wieder alle hier hin. Obwohl es, wie wir schon mal festgestellt haben, ja eigentlich unnötig ist, also sowieso alle Pikmin uns folgen. Gut, jetzt müsste ich eigentlich damit schon auch schon alle Schätze haben, war von diesem Level. Da ist noch einen geretteten, den hier auf letzten Ebene, nachher sind wir hier durch. Mit dieser Welt. Du, 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 du. Also schön, wenn man so im, sag ich mal, Schlussspurt auch schon ist, und alles noch schön komplettieren kann. Herrlich. Finde ich immer mit einer der schönsten Phasen im Spiel. Und ich freue mich schon sehr darauf, bis mal bei, nein! Ui, rein gehabt. Bis mal bei Zelda Tears of the Kingdom mal soweit sein sollte. Wenn überhaupt jemals. Ernsthaft? Das war's. Junge, Junge. Also manche Gegner sind ja schon sehr schwach. Ich meine, ja klar ist in der Anfangswelt, aber trotzdem. Ja, komm, Button smashen, komm, wir sind schneller. Achso, jetzt kommt sie gar nicht mehr zurück. Schade. Gut, hätten wir das auch. Warum hatte ich denn hier... Ja, jetzt sag bloß, das war gedacht, damit ich dann... Ne, das hat schon, hä? Dass irgendwie hochspringen und dann den Gegner auf der anderen Seite her runterschießen kann oder so. Hä? Das ist noch ein Schatz. Krass, ich dachte, wetten schon alle. Ja, alles klar, man, ich nehme die Visitenkarte an. Horatio Sozo. Von Sozo. Komischer Text, ja, finde ich auch. Name noch immer seltsamer. Komm, transportiert den auch ab. Ja, da haben wir die Luft ziemlich rausgelassen, wa? Du, 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 du. Eine weitere Welt ist komplett. Und? Perfekt. Ohrlöcher. Und ich bin gespannt. Sind wir 100%? Müsste eigentlich sein. Rettungstruppe! Hat's wieder mal geschafft. Du, 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 du. Komplett erforscht. Dankeschön. Dann ein paar rote Pikmin aus dem Fenster geworfen, quasi. Da ist immer hässlich. Ein paar Pikmin einfach rausschmeißen. Wie kann man es wagen, wa? Nee, warte mal, was wollte ich? 20 oder 10, weiß gar nicht mehr. Nice Picking wahrscheinlich, kann ich auch wieder mal ein bisschen erhöhen, aber jetzt mal noch 50 von denen mit. 30 von euch, so. Der müsste auch das Level komplett haben. Nein, es fehlt noch etwas, was? Was fehlt denn noch?
Hier ist irgendwo noch ein versteckter Schatz. Das ist ja mal fies. Okay, das kann es aber nicht sein. Das ist tatsächlich nur noch ein Schatz hier. Mal schauen, wo der sein soll. Doch hier die eine Höhle, die ich übersehen habe, kann das sein? In einer der Welten, da war eine Höhle, wo wir was übersehen hatten, weiß ich noch, aber ich dachte, das war nicht hier. Ja, warte mal ganz kurz. Hier! Doch, hier war der eine Schatz, den ich noch übersehen habe. Scheiße. Das war ja der hier, Kündiger der Base, genau, war ja auch so ein Quatsch und irgendwann hat er Ding übersehen. Weil ist es nicht so, als wenn die ganzen Wege eigentlich frei sind und trotzdem relativ easy durchkommen? War denn nicht so? Kann doch jetzt die ganzen Abkürzungen so lange sparen. Aber das ist irgendwie falsch im Kopf. Wie kann man das schon da irgendwie hoch? Tatsächlich nur so, Na, scheiße. Und war hier der eine Schatz noch übersehen hatte damals. Oh, Kacke. Ja, ich wusste, es war noch einer der ersten Welten, aber ja, gut, ja, es muss ja das sein, ne? Ging gar nicht anders. Scheiße. Okay, Königreich der Bestien. Genau, hier war's. Die Frage, kommt man einfach so wieder raus? Da kann ich jetzt kurz Ebene 2 machen und da rausspringen oder muss ich komplett alles durchmachen? Weil fangen jetzt auf bei Ebene 2 schon an. Ja, sehen Sie gleich. Nee, hier, bitteschön, Ochin. Ah, doof ist er, hier. Die Schocke, ernsthaft? Schwierig zu sagen, was ist. Warte mal. Doch, spielt keine Rolle, kann ich auch so machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das mit Ochi machen soll. Damit er übers Wasser kann, aber im Prinzip. Ist ja scheißegal. Stimmt, die ganzen Ebenen sind ja gemacht, also kann er wieder easy rausgehen. Definitiv ein Vorteil, wenn du die ganzen Ebenen schon gemacht hast. So, jetzt aber. Aber raus kann ich nicht, jetzt muss ich wieder von Ebene zu Ebene und dann komplett raus, okay. Ja, aber eben, König hat der Besten, ich habe doch hier eigentlich alles gemacht und hier alles gespeichert bleibt, dann wird es ja keine Beste mehr haben, nichts mehr, also kann ich im Prinzip einfach durchmarschieren.
Der große Fett, der ursprünglich hier war. Also dieser quasi Rollmops, der, dieser Rollwurm, besser gesagt, der einfach hin und her gerollt ist, um uns Platz zu walzen. Was war der, oder? Das sind ja auch kein Problem mehr. Weil mir frage, ob es vielleicht zum Teil sogar die Monster verschwinden. Wenn ich die Ebene halt schon geschafft habe, weil dass ich wirklich alle Monster noch platt gemacht habe, ich weiß ja nicht. Das eingesammelt sicher nicht, die müssen eigentlich noch rumliegen. Aber eben, kann natürlich sein, dass wenn ich sie alle besiegt habe und sie nicht einsammeln, sind sie sowieso weg. Aber einsammeln bringt hier sowieso nichts. Dass ich meine Pikmin nicht vermehren kann. Dass ich eben nochmal durch muss, ey. Ist das nervig. Was das Teil, was 10 Ebenen hatte, bin ich mir ganz sicher. Ne, war weniger. Gott sei Dank vor allem. Mal gucken. Ne, schlägt dann nichts mehr aus. Alles perfekt. Ja, Gott sei Dank. Ängstlicher Spross. Höhle komplett erforscht. Damit das komplette Level. Und dasselbe Spielchen nochmal. 10 war, nein, 20. So. Da wir jetzt vielleicht noch irgendwie ein paar Pikmin sammeln. Da wäre ganz schön. Sind nicht mehr viel Zeit, aber ein bisschen müssen noch drin liegen. Schnell mal hier hin. Mach das eigentlich wieder. Entfernen kann. So. Natürlich liegen ja auch keine Gegner mehr rum. Ja, schon alles kaputt gemacht, schon alles zerstört. Ist das scheiße. Der Little Pikmin so, werfen doch endlich mal. Ja, mach ja. Ich kann mal gucken. Da haben wir ein paar Scherben oder so drin. Wir wissen ja, Scherben bringen Glück, wa? Noch ein paar. Ich mache es absichtlich mal vor allem die weiß, die lila Pikmin, weil wir die ja für einen Schatz sowieso brauchen. Wann ist die andere noch? Da hinten, ne?
Okay, kommen wir hier sowieso nicht durch. Ja, ihr Pikmin, vermehret euch, vor allem die Lila. Viele Schwergewichte. Ist das lecker. So, jetzt bin ich nochmal gespannt. 85. Auch nicht schlecht. Ja, natürlich noch nicht genug, um so ein schweres Teil zu holen, was ich eigentlich dann bräuchte für das andere Gebiet, aber noch 15 Pikmin, die ich eigentlich züchten müsste. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Problem, ne? Natürlich schaffe ich es jetzt nicht mehr, in dem Tag was zu machen. Also kann ich mir einen Tag auch direkt beenden, komm. Tag beenden, passt schon. Gebiet abgeschlossen, haben wir zwei Stück gerettet, viele Schätze eingesammelt. Lila Pikmin fleißig aufgestockt, so die Weißen ein bisschen, das passt doch. Die drei Generationen komplettiert. Komplett erforscht und Lila Pikmin 61 gekeimt. Oder schon mal etwas. Luise, ziemlich gut im Tandoori. Er muss einer der besten Angestellten ihrer Firma sein. Eigentlich nicht. Ich habe ihn auch noch nie so angestrengt schnell arbeiten sehen. Es heißt, dass in der Ruhe die Kraft liegt. Mein Arbeitsleben wäre um einiges einfach gewesen, wenn ich so lange mit seinem Können gegeizt hätte. Ja, das ist leider so. Das ist halt. Es ist halt Louis. Das sind der Pikmin der Blühen, der schon wieder. Dass viele, viele Pikmin wachsen und da sind 200, da kommen alle Höhlen, nur drei Höhlen übrig. Kann man kaum vorstellen, da sind sicher noch mehr. Heil 12 Laublinge, wenn wir noch bloß 2. Dicke alle Kreaturenspezies, besiege 1000 Kreaturen, sind auch schon kurz davor. Teilnehmer der Reise, ja, da sind wir jetzt. Fällt nicht mehr so viel. Das ist eine coole Herausforderung. Vergiss es. Okay. Ich sage jetzt schon mal, wir werden nicht alles Nebenaufgaben machen. Nein, machen wir nicht alle. Aber wir machen viele. Also ich hier die Gebiete abschließen, ne? Nein, Olschin, ganz ruhig. Ja, wenn wir Louis wissen, ne, das ist da einfach, ja, das ist... Louis ist einfach ein Trottel, das stimmt. Also, von der nächsten Folge gehen wir dann ins Heldenversteck. Wir haben dort noch eine Zwiebel, schätze jetzt mal. Uff, 29 Schätze noch und 2 zum Retten, also schätze mal 1-2 Höhlen noch. Dafür gar keine Giganten, noch 3 zum Retten, ne, sonst alles gesammelt. Und Urwald-Dickicht ist, glaube ich, nur noch 2-3 Nanduri-Duelle und ich glaube noch eine Höhle. Ach, da ist jetzt nicht mehr so viel. Natürlich müssen wir zwischendurch mal wieder Nachtmissionen machen, ne? Ist auch klar. Dann sollten wir beginnen, den Megasprint. Kreaturen betäuben, eventuell nicht schlecht. Heilen, ja komm. Ich nenne mal den Megasprint 1. Aber betäuben klingt schon cool. Wenn es noch kurz ist. Aufgrund der maximierten RAM-Geschwindigkeit auf dieser Stufe nehmen Kreaturen mehr Schaden und Megasprint 3. Erhöhte RAM-Geschwindigkeit, kürzere Aufladezeit, längere Betäubung. Ein geradezu ultimativer Megasprint. Also den kostet auch noch so viel. Junge, Junge. Ein Knusperknochen. Das war zu gut. War dann dein Bestes, ja? Ja, was auch sonst. So, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal zurück bei Pikmin 4. Nicht 3, wie ich schon mal in der Folge erwähnt habe. Nee. Pikmin 4. Und ich vielleicht jetzt sogar offscreen mal noch ein paar Pikmin mir hier erhöhen, weil wir haben hier ein paar Pikmin-Blumen. Oder Pik-Pik-Blumen, oder wie auch immer die heißen. Ja, die Lila-Pikmin eigentlich mal offscreen mal ein bisschen erhöhen könnte. Aber andererseits geht es dann noch in der Folge selbst ganz gut, wa? Ja, wir gucken mal. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.